Woran denkst du gerade? Eigentlich nichts Besonderes. Hm, ach so. War ganz schön was los heute, was? Ja, aber lustig wie jeden Tag. Selbst im Angesicht des Todes macht Spaß. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Geschweige denn, dass wir zusammen auf Reisen gehen. Ich auch nicht. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Seit der Oberschule. Also, 5? Na, eigentlich kannte ich dich ja schon früher. Schon seit der Grundschule. Was? Du hast mich bemerkt? So wie du mich immer angestarrt hast, klar. Dafür hatte ich so meine Gründe, weißt du? In der Oberschule hast du dann einfach so getan, als hätten wir uns noch nie gesehen. Hör mal, ich war total aufgeregt, als ich dich angesprochen habe. Das waren noch Zeiten. Gab keinen Grund, sich zu verstellen. Das sagt sich für dich so leicht. Aber das kannst du nicht verstehen. Damals habe ich... Ach was, vergiss es. Moment mal, jetzt will ich's wissen. Wenn's sein muss. Früher als Kind war ich total schüchtern. Freunde hatte ich eigentlich überhaupt gar keine. Ich war immer allein. Ich dachte, dass sich nie jemand für einen Langweiler wie mich interessieren würde. Dir hat es schon immer an Selbstvertrauen gemangelt. Sogar heute ist das noch so. Du denkst immer noch, dass du nicht gut genug für uns bist. Darum versuchst du durch deine aufgedrehte Art wenigstens die Stimmung aufzulockern. Das kannst du echt gut. Ich bewundere dich dafür. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ohne dich wär's echt nur halb so schön. Du meinst, ich muss mich gar nicht ändern? Zweifelst du etwa an meinem Urteil? Nein. Das nicht. Aber du sagst das doch nur aus Nettigkeit. Also, wenn du zu nichts zu gebrauchen wärst, dann wärst du auch nicht in meinem Gefolge. Was? Na, also wenn du es sagst... Vielen Dank. Fühl mich richtig erleichtert. Dann ist gut. Okay. Ab jetzt versuche ich einfach nur, ganz ich selbst zu sein. Ja, mach das.